Mit Augenhelm auf dem Kopf. Nee, nicht. Zack. Oh Mann. Ja, ich wollte. Da wollte ich das schon runterspringen und. Verrückt. Wo die alle herkommen. Dürfen hier aber nicht mehr viele sein. Ah, oder habe ich die jetzt alle sogar schon? Ja, da habe ich noch welche rumverkehren. Da habe ich gerade auch noch einen gesehen. Weiß nicht, ob der oben auf dem Dach schon weg ist. Der scheint weg zu sein. Ah, der steht da unten. Okay. Ja, komm her. Wieso hat er mich jetzt gesehen? Gibt's auch nicht. Das gibt's doch nicht. Da oben steht auch noch einer drin. Ich verstehe es nicht. Schlimmer als Assassin's Creed hier. Handpfeile, Eisen. Besser Anführer. Da rein? Nein, da komme ich nicht rein. Da komme ich rein. Oder auch nicht. Oh, das ist noch eine Kiste. Nein, ich will keine Gegner herausfordern. Will er jetzt gleich hoch und den Bogenschützen eliminieren. Ein von drei. Nur das wird ja nichts mehr. Das wird ja nichts mehr, wenn er ja nur noch zwei besiegen muss hier. Da ist noch einer. Ah. Nicht, wo da noch einer ist. Oder ist noch was? Artefakt. Gehen wir zu dem anderen nochmal hin. Noch was? Da hinten. Aber ich glaube, das war jetzt auch so ziemlich der letzte.
Also ich habe doch geblockt. Warum hat er das dann jetzt nicht gezählt hier? Ja, geht doch. Boah, schrecklich. Oh, Windkampfhaltung freigeschaltet. Was haben wir da denn? Ist sehr effektiv gegen Speere und Äxte. Na, das ist doch schon mal gut. Schwere Angriffe fügen zusätzlich Taumelschaden zu. Mhm. Das ist ja schon mal gut. Bonusmission leider nicht erreicht, aber macht nichts. Das ist schon mal gut. Da habe ich schon mal noch eine Kampfhaltung frei. Okay, wo können wir jetzt hin? Oh, mehr ist hier in der Ecke nicht. Oh, dann gehen wir jetzt zum gebrochenen Schmied. Gehen wir mal langsam hier hin. Wir finden ja unterwegs ja noch was. Hier links. Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir natürlich einen längeren Vormarsch bei uns. Und gucken wir mal, was hier jetzt so. Jetzt unterwegs nochmal was finden. Wir machen können. Und wenn nicht, dann reiten wir jetzt einfach mal sinnlos durch die Gegend. Und gucken uns so die Gegend an. Oh, geht das schnell. Da unten ist auch ein Lager. Jetzt. Ah. Ja. Bogenschütze! Hilf! Verstecken! Ah, das sind Plünderer. Ja, ich hätte den Bogenschütze zuerst ausschalten sollen. Zwei Bogenschützen. Geh nochmal runter vom Stein, du Nulpe. Steh da auf dem Stein und will nicht runterhopsen da. Woher hin? Erschrecklich. Bist du? Da bist du. Und weiter hier hoch? Okay. Ah, aber so ist das hier. Man reitet auf den Straßen, hat nichts und dann schwupp. Kommen plötzlich so ein paar Plünderer, Banditen oder mongolische Jäger. Sind aber auch überall. Schnell, Kaffee. Auch noch. Ist ja verrückt. Was da denn? Hier ist noch ein Gespräch. Da kriegen wir noch mal einen Ort zu entdecken. Weg. Das ist schon mal auch gut. Sprechen. Kennt ihr die Geschichte von Tadayori, mein Herr? Ich kenne den Namen, doch nicht seine Heldentaten. Man glaubt schon lange, dass Tadayoris Rüstung ihm große Macht verlieh. Und es verheerend wäre, wenn sie in falsche Hände fiele. Das darf ich nicht zulassen. Erzählt mir mehr von dieser Geschichte und der Rüstung. Der Musikant Yamato kann euch da helfen. Er erzählte mir die Legende in Asamo, am Fluss, der den Ort von Tsutsu trennt. Oh. Noch was entdeckt. Da. Die Legende von Tadayoris Rüstung. Coole Sache. Lohnt sich also doch, durch die Gegend zu reiten hier. Ist das schon mal... Da können wir dann auf jeden Fall auch noch mal hin. Sehr cool. Weiß jetzt aber nicht, ob wir das jetzt machen oder erstmal ein bisschen Hauptmission machen. Ich glaube, wir machen jetzt einmal erstmal ein bisschen die Hauptmission. Kommen wir da nicht voran im Spiel. Haben wir nachher 80% vom Spiel gelöst, aber noch nicht eine Hauptmission gemacht, so ungefähr. Das ist noch Eibenholz.
Immer noch 390 Meter. Da liegt eine Leiche auf dem Boden. Ja, das habe ich mir gedacht, dass da wieder welche sind. Da hört man schon an der Musik. Mal gucken. Keine Geheimnisse entdeckt und nichts. Gut. So, Mümchen. Oh. Das sind wieder Raubtiere. Sind wir gleich da? Das ist nochmal Eibenholz. Ah, hier. Hier ist richtig. So, und wie immer, bevor wir irgendwas machen. Ruhig gucken! Das war ein Tiger-Sake-Händler, der seine Haut retten wollte. Und es hat funktioniert. Ich verkaufte das saure Reiswasser. Und du? Nix. Du brauchst Augen am Hinterkopf. Einen Monat lang. Dann gehen wir da erstmal rein. Du schuldest. Tucker zählt auf uns. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Das klappt nie. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Ich bin Kenji, aufrechter Händler, berühmter Sake-Brauer. Und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung. Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hineinzugelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Das klappt niemals. Mach den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Hm? Jetzt, Kenji. Hauptsache erstmal trinken. Der gebrochene Schmied. Na gut. Das wird was. Das wird was. Ich meine, das wird unsere Mission. Da wird alles perfekt und da kommt kein Fehler. Versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die Mongolen ihn nicht? Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Sie lieben mein Das. Das, Muglu, gib das jetzt. Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind. Ich fülle die Mongolen ab und behalte dafür meinen Kopf. Ich würde es nicht anders bereit? Machen. Möchtet ihr das wirklich durchziehen? Alles für Taka. Hier, wie jetzt? Schlimm sieht es in der Asamo-Bucht aus? Ein paar Leute wehrten sich. Die Überlebenden sind Gefangene. Oder? Ah, da kann ich ja vielleicht mal... Nein. Eine andere Kleidung. Ach, das Reisende, das fällt da nicht ganz so auf. Ist klar. Aber Taka hast du nicht gesehen? Nein. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht ja dein Bruder. Ja, abgesehen vom Helm natürlich. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Yuna den ersten verkauft. Hat geschmeckt wie Pisse, aber war billig. Eine Weile wollte ich, dass Taka mir beim Verkauf hilft. Aber er ist zu gutmütig. Kaum drückt wer auf die Tränendrüse, drückt er Sake raus. Kostenlos. Da vorne sind schon Mongolen. Ob ich da ganz gemütlich vorbeikomme, oder? Mongolen. Mist, ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Taka ist so nah. Bitte. Also gut. Nee, also doch lieber andere Rüstung. Ah, wieder anlegen. Weg. Ist also völlig egal. Wir auch schon alles aufwerten. Ah. Seid bereit! Sie könnten in den Wagen schauen. Ihr meintet, das tun sie nicht. Beim Stadttor! Ich habe sie noch nie so weit draußen gesehen. Meine Hände! Ha. Bitte! Die zieht den Boy. Das! Das für die Asamo-Bucht! Das! Beeilung! Oh. Uiuiui, hier ist ganz schön viel los. Vielleicht wird mein Plan doch nicht so gut, wie ich dachte. Einfach reinrennen und alles töten funktioniert, glaube ich, hier nicht.